Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deponia. Letztes Mal haben wir ja versucht, die Goal zu retten. Nur leider ist da was schiefgegangen dabei. Mal gucken, was Poki zu sagen zu hat. Oh ja, das ist der Screen vor dem Stadttor. Oh, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, einfach mal auch eine Entschuldigung in Richtung Rufus loswerden, weil wir ihm ja im Verlauf der Deponia-Trilogie schon sehr, sehr übel mitgespielt haben. Wir hatten ja gedacht, so, was finden wir denn besonders lustig, wenn wir schon ein lustiges Spiel machen. Und besonders lustig ist es ja auch immer, wenn sich jemand wehtut. Deswegen haben wir hier auch rechts dieses Kaktusfeld reingezeichnet, das Rustal schon ausgiebig erforschen durfte. Der mechanische Pull ist natürlich eine zweite Sache. Und möglicherweise passiert auch später, oder vielleicht ist es euch auch schon passiert, etwas mit der Autobatterie dieses Trucks hier im Vordergrund und der Batteriesäure, die dazu gehört. Also in aller Form, Rufus, Entschuldigung für diese Rosttour, die wir dir da auferlegt haben bei den Arbeiten an Deponia. Also zunächst mal entschuldigen bitte privat, jetzt nicht hier, wenn die User zuhören, das kaufe ich nicht, da reden wir nochmal in Ruhe drüber. Ich bin an dieser Sache hier, wenn ich das erzählen darf, auch ein bisschen selber schuld. Ich bin um eine Anregung gebeten worden, wie dieses Setting aussehen soll. Und ich habe dann den Tipp gegeben, vor der Polizeiwache von Kommissar Hunter in den lustigen Taschenbüchern. So in der Art, diese beiden Lampen an der Seite mit diesem Treppchen. Und dann hat irgendjemand mich verarschen wollen und hat dann ein Foto vom Hobbyraum meines Vaters gefaxt. Und so sieht es auch aus. Es ist verblüffend. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und es war auch ungefähr so angenehm wie meine Besuche im Hobbyraum meines Vaters. Ja, schade, dass wir die Szene mit dem Hobbyraum tatsächlich auch weggekürzt haben. Das gehört ja auch ein bisschen zur Vorgeschichte. Aber vielleicht wäre das mal tatsächlich Material für ein Prequel. Du willst mich nicht verstehen. Wir haben die nicht weggelassen. Ich habe genau das auch dann erleben müssen. Ja, aber fürs Spiel. Sogar die Autobatterie ist von der gleichen Marke. Also es hätte nicht Not getan, das so genau zu befolgen. Aber jetzt ist es ja nun auch nicht mehr zu ändern. Ja, zu spät. Okay. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Was für eine Turbine? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Hm, wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Okay. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay, unser Inventar ist auch weg. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Doch was. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Oder auch nichts, wie nachdem. Ich schon nicht lang gucken, Dorfkern, was da gibt. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay, was probiert sozusagen hat. Und wieder ein großer und schwieriger Screen. Das ist ja quasi der Verteiler-Screen. Und auch zu diesem Screen gab es wieder ein frühes Scribble von mir, das ich noch sehr gut im Kopf habe, wo ich auch tatsächlich die Optik der Häuser etabliert habe. Darauf bin ich mich dann stolz, dass ich halt irgendwie gesagt habe, diese beigen Fassaden mit den goldenen Dächern. Da hatten wir uns übrigens im Vorfeld sehr viel Gedanken zu gemacht, der Micha und ich, und haben gesagt so, ja, woraus bauen die sich jetzt eigentlich ihre Häuser, und haben tatsächlich so eine Art Abrissbagger, so Kräne, so Müllbeseitigungsfahrzeuge, riesige, haben wir konzipiert. Und die dann auseinandergenommen, und die Einzelteile von diesen Baggern, die man nie irgendwo sieht, die haben wir hier verwurstet, um, ja, damit sie für die Dächer der Häuser herhalten. Und das finde ich doch schon ziemlich spannend und lustig. Auch hier in diesem Screen gab es einen kleinen Kampf zwischen mir und dem Bade, meinem Head of Game Design, der die ganze Flut von Ausgängen und insbesondere den Ebenenwechsel nach vorne in Richtung Tonis Laden rechts im Bild zu sehen oder nach links oben zum Wasserturm und so weiter,
Das hat uns scripting-technisch so viel Mühe gekostet, das halt sauber einzuarbeiten. Dann sind die Laufwege so lang und so weiter. Und der hat immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, so, oh, Poki, das kannst du nicht bringen, dieser Screen, der ist einfach vollkommen furchtbar. Ich wollte halt erzählerisch und inhaltlich, wollte ich halt auch diese Totale einfach haben. Also diesen großen Verteilerscreen, der quasi wie eine Karte fungiert, aber eben doch einfach ein Screen innerhalb der Erzählung ist. Und da habe ich mich mal durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zum Besseren des Spiels gewesen ist. Eigentlich soll ich ja immer auf Barde hören. Ich sollte immer auf Barde hören. Okay. So. Guck mal, was es beim Wassertank gibt. Ein Harz-Wassertank. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Anscheinend ist es hier Wenzels Haus, okay. Gucken wir mal, was in der Gasse ist. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Okay. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Rufus. Mal Rufus. Nein. Okay. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Misser. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Okay. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Okay. Guck, was Bucky jetzt zu sagen hat. Oh ja, das, was wir hier sehen, ist tatsächlich der erste Micha-Screen. Das ist der erste Screen, den Micha gezeichnet hat.
Und man sieht es, wenn man ganz genau hinguckt und ein bisschen kritisch sein will, sieht man auch, dass der vom Stil her teilweise, da schimmern teilweise noch Texturen durch, die er später so nicht mehr benutzt hat oder wo er Sachen halt später ein bisschen anders gemacht hat. Er hat den auch mehrfach überarbeitet. Je tiefer wir halt uns in den Stil von Deponia eingearbeitet haben, desto mehr haben wir gesehen, so, oh, ein bisschen anders wollen wir es doch machen. Und ja, aber im Endeffekt sah auch schon die erste Version des Screens diesem Ergebnis hier sehr ähnlich. Ich glaube, die Konturen waren da im ersten Entwurf noch ein bisschen weniger, also es war ein bisschen weniger cartoonig und ein paar mehr gewagtere Texturen auf den einzelnen Objekten. Genau, ich erinnere mich sehr gut, dass wir sehr lange Zeit nur diesen Screen als fertigen Screen hatten und halt auch dann immer in Präsentationen gezeigt haben, um halt mögliche Geldgeber für unser großes Projekt Deponia zu gewinnen. Spielerisch passiert hier natürlich nicht allzu viel, weil es natürlich auch hauptsächlich ein Verteilerraum ist, der ein bisschen die Umgebung klärt. Schön ist natürlich Hanneks Sitz unten links, was ein bisschen so zu der Mythologie der Müllscouts halt beiträgt, der Müllsucher. Ich finde auch hervorragend die ganzen Andeutungen und Geschichten über Hanek und seine Frau, die halt hier im Dialog später passieren, insbesondere wenn man Items mit Hanek benutzt und ich glaube vor allen Dingen auch den Papageien und so weiter. Da sind halt schon ein paar echt lustige Gags versteckt. Doch insgesamt bin ich sehr zufrieden hier, dass wir so einen schönen Screen als erstes hatten. Beim Verkaufen hat er uns allerdings nichts geholfen, also es hat trotzdem Jahre gedauert, bis wir eine Unterschrift hatten für Deponia. Tja. So ist es manchmal. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und. Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Lonzos Kneipe ist ein inhaltlich sehr interessanter Raum. Tatsächlich hatten wir weder bei Edna bricht aus noch bei Whispered World und bei A New Beginning nur sehr eingeschränkt das Spiel in einer Umgebung spielen lassen, in der Hauptcharakter auch wirklich sich zu Hause fühlt oder beheimatet ist. Also bei Sedgwick haben wir zwar am Anfang den Wohnwagenplatz bei The Whispered World, den verlässt man aber schon nach dem zweiten Screen. Und es ist wie gesagt auch ein Wanderzirkus, das heißt, die Umgebung ist für ihn auch fremd. Und Edna bricht aus, da hat Edna eben keine Erinnerung. Das heißt, sie fühlt sich vollkommen fremd an dem Ort, an dem sie ist. Bei New Beginning, da verlassen wir halt Ben am Anfang ganz alleine in seiner Hütte am Fjord und wird da auch halt sofort quasi abgeholt. Aber hier durchforsten wir mit Rufus quasi seine gesamte normale Lebenssphäre und haben da dann die Möglichkeit, tatsächlich endlich mal so ein paar Informationen über ihn so aus den alltäglichen Gesprächen da herauszuziehen, die quasi zwischen den Zeilen stehen. Und ich fand das immer sehr spannend, dass es tatsächlich doch noch Leute gibt, die Rufus aushalten irgendwie und Lonzo gehört halt dazu, obwohl eben Rufus einfach Rufus ist, also so ein schrecklicher Chaot. Und Lonzo, man merkt ihn auch an, er ist halt auch genervt und so weiter, aber er sieht das Ganze auch lustig. Das heißt, irgendwie ist da auch ein gewisses Augenzwinkern in Rufus Art. Also die anderen nehmen es mit einem Augenzwinkern wahr und Rufus selber zwinkert quasi auch, und das merkt man eigentlich nur in diesen Gesprächen mit Lonzo, aber auch ein bisschen mit Wenzel, natürlich auch ein bisschen mit Toni. In seiner Art ist auch ein Augenzwinkern drin. Das heißt, er reflektiert das, ist auch ein bisschen bewusst und so weiter. Im späteren Spielverlauf verliert sich das so ein bisschen, aber hier wird es tatsächlich etabliert. Das fand ich halt tatsächlich sehr spannend. Ebenfalls sehr spannend ist natürlich die Charakterentwicklung von den Leuten, die Rufus erst kennenlernt, die hier schon sehr interessant vorgezeichnet wird, weil ich diese Charaktere, also Lonzo, Toni und Wenzel, die habe ich ja zuerst geschrieben, oder auch natürlich Gizmo oder den Bürgermeister Lotek, die reagieren auf eine Art und Weise auf Rufus, dass sie schon so voraussehen, wann er zuhört und wann er nicht zuhört. Das heißt, sie dürfen ein paar Sachen ganz offen sagen, weil er ganz offensichtlich nicht zuhören wird. Und dann können sie ihm halt auch ein paar Sachen direkt vor den Latz knallen, ohne zu befürchten zu müssen,
dass er halt darauf überhaupt reagiert. Und diese unterschwellige Hassliebe Rufus gegenüber, dieses ätzige, ihm halt irgendwas beibringen wollen, aber eigentlich schon aufgegeben haben wollende und so weiter, das habe ich halt bei diesen Charakteren halt auch einfach so vorgeschrieben, ohne halt überhaupt diese Entwicklung jemals quasi irgendwo mir selbst zu vergegenwärtigen. Im späteren Verlauf aber des Spiels, der ganzen Trilogie, gibt es ja doch einige Charaktere, die Rufus halt begleiten und kennenlernen und immer besser kennenlernen. Und lustigerweise werden die halt immer, reagieren die immer mehr und immer mehr so wie seine alten Bekannten hier aus seinem Heimatdorf. Also wie Lonzo oder wie Toni. Die werden halt immer ähnlicher seinen alten Beziehungen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, wie das ineinandergreift und tatsächlich ganz gut funktioniert. Zu diesem Screen ist auch noch was Musikalisches zu sagen. Und zwar ist das der einzige Screen, wo die Hintergrundmusik tatsächlich nicht von Finn, von Periscope komponiert wurde, sondern es handelt sich hierbei um einen Schnipsel aus einem eigenen Song, den ich damals für eine Freundin aufgenommen hatte. Den habe ich auch mittlerweile irgendwann mal auf Nachfrage auf meiner YouTube-Seite veröffentlicht. Dünnes Eis heißt der. Und genau, das Riff davon, das passte ja sehr gut hin. Nachdem wir die Musikproduktion abgeschlossen hatten, ist mir aufgefallen, ich habe halt diesen scheiß Kneipensong vergessen. Wir haben fast in jedem Spiel halt irgendwie eine Kneipe und irgendwie ganz häufig fällt mir erst zum Schluss an, beim Harveys Neue Augen war es dasselbe, bei Chaos of Deponia war es dasselbe. Ich vergesse, dass wir halt so eine Art Kneipenmusik brauchen, die sich halt irgendwie unterscheidet. Da passt halt nichts, was man wiederverwerten kann oder so, da braucht man eigentlich was Eigenes. Und deswegen habe ich mich hier bei Deponia schließlich entschieden, diesen einen Schnipsel aus einem eigenen Song zu verwenden. Ja, aber gut, bei Deponia haben wir Gott sei Dank dran gedacht. Wobei ich tatsächlich etwa eine Woche nach Release oder so, bin ich irgendwann so im Bett hochgefahren. Ach du meine Güte, scheiße, wir haben vergessen, diesen Song einzubauen. Weil der wirklich nur in der Kneipe von Goodbye Deponia halt irgendwie verwendet wurde. Wir hatten ihn aber eingebaut. Ich hatte einfach nur diese Grundangst, ich habe irgendwie aus Harveys Neue Augen und noch aus Chaos of Deponia und so weiter halt irgendwie mitschleppe. So, wir haben die Kneipe nicht richtig vertont, scheinbar. Ich hatte wirklich Albträume davon. Zum Glück gibt es den 8-Bit-Song. Super. Gut bei der Probe. Wir kommen noch dazu. Bis dahin. Okay. So viel dazu. Ein Dartfeld, wollen wir hier mitnehmen? Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuvak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, hader, zank, keif. Ach ja, ich bin schon lässig. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten.
Du, Lonzo? Ja. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Okay, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr gerne auf das Video klicken. Dort ist es verlinkt. Ich wäre auch froh über ein paar Kommentare von euch. Oder einen Daumen hoch. Und sagt nochmal bis zum nächsten Mal. Ciao.